Am 22. Oktober desselben Jahres kommt in Reiding das erste Kind des jungen Ehepaares zur Welt, Franz. Er wird das einzige Kind bleiben. Das ist ungewöhnlich in dieser kinderreichen Familie. Im Geburtshaus, dem damaligen Wohn- und Amtssitz von Adam List und den Seinen, sieht man eine Stammtafel, die noch in der Generation von Franz Liszts Großvater von ungewöhnlichem Kinderreichtum zeugt. Georg Adam List war dreimal verheiratet. Das erste Kind kam 1775 zur Welt, das zweite, unser Adam, 1776 in Edelstahl. Das 25. Kind war Eduard, geboren 1817. Der Großvater erreichte das ungewöhnlich hohe Alter von 89 Jahren. Er wird auch sonst ein ungewöhnlicher Mensch gewesen sein. Mehrere seiner Nachkommen haben eindrucksvolle Karrieren gemacht. Das Geburtshaus des Komponisten sieht nicht mehr ganz so aus wie zu Zeiten des Schäferei-Rechnungsführers, aber der Hauptteil des barocken Gebäudes ist erhalten. Seine Aufgabe ist seit Jahrzehnten, vom großen Sohn Reidings Kunde zu geben. Das Haus ist ein Museum. Hier sieht man eine Kopie des Taufbeckens der Unterfrauenheider Kirche. Reiding hatte damals noch keine eigene. Da steht ein Flügel, Marke Erard, unter den vielen Klavierfabrikanten, die des Berserkers Leben begleitet haben. Einer der wichtigen, Sebastian Erard, hat 1821 die Repetitionsmechanik erfunden, mit der er seine Klaviere künftig ausstattete. Dem Listhaus gegenüber findet man das Gemeindeamt. Hier ist an Literatur zu Leben und Werk gesammelt, was nur möglich ist. Der kleine Bibliotheksraum